Nur noch wenige Tage bis zur offiziellen Einweihungsfeier für das neue Theater in Zielitz. Im Foyer üben die Schauspielschüler eine Fechtszene, denn vorab hat die Presse Gelegenheit, das neue Haus schon mal in Augenschein zu nehmen. Eingeladen hat der Bürgermeister der Gemeinde Zielitz und er wird begleitet von einer Reihe von Gemeinderatsmitgliedern, die alle zusammen sichtlich stolz sind, dass es gelungen ist, das Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. Natürlich fällt einem Stein von Herzen, wenn man es zu Ende kriegt und auch gut zu Ende kriegt. Aber es war auch eine spannende Zeit. Ja? Also die Entwicklung von den ersten Zeichnungen, dann über die Ideen, die von allen Seiten kamen. Wünsche, die natürlich auch manchmal weit nach oben gehen, wenn man fragt, was hättet ihr denn oder was bräuchtet ihr? Aber am Ende, glaube ich, haben wir eine sehr schöne Sache gemeinsam hier entwickelt. Alle sind zufrieden und die Vorstellungen werden zeigen, dass wir das gut gemacht haben. Mir fällt auf, das Ganze ist ausgesprochen qualitätvoll gemacht, ordentliches Design, super, alles ineinander abgestimmt, farblich eine Einheit. Da hat sich jemand einen ziemlich ordentlichen Plan gemacht. Genau, das ist also so, wir haben natürlich ein Magdeburger Architekturbüro hier in die Verantwortung genommen und auch mit uns gemeinsam das Theater gebaut und geplant. Die Architekten haben sehr, sehr schöne Vorschläge gemacht, gestalterisch, aber auch von den räumlichen Möglichkeiten, weil man ja in vielen Räumen ja auch eben diese Doppelnutzung sieht und mehrfunktionale Nutzung. Aber auch der Gemeinderat hat natürlich sehr, sehr besonnen jede Entscheidung mitgetragen. Also es sind immer Musterungen gemacht worden, Vorschläge wurden verworfen, neue erbeten und zum Schluss ist, glaube ich, ein sehr stimmiges, harmonisches Konzept rausgekommen. Seit 2012 wird an dem Projekt gebaut, um aus der alten Turnhalle der Schule ein kleines, aber feines Theater mit knapp 100 Plätzen zu machen. Immer wieder mussten die Pläne wegen der maroden Bausubstanz geändert werden, aber jetzt ist alles fertig und wartet darauf, die Zuschauer mit interessanten Aufführungen zu unterhalten. Unser Anspruch ist schon immer hoch und wird auch hoch bleiben. Wir wollen Theater machen, das die Leute begeistert, das sie erfreut und wo jedermann zufrieden aus dem Haus geht, um mit Goethe zu sprechen. Und das werden wir weiterhin tun. Und das betrifft alle Altersgruppen? Das betrifft alle Altersgruppen, von den 5-Jährigen bis zu den über 60-Jährigen, die wir auch haben. Und das betrifft auch die Familien, die bei uns mitspielen, was für die Familien, die Kinder, die Eltern ein ganz besonderes Erlebnis ist, weil sie was gemeinsam machen können auf der Bühne. Die Investitionen über alles werden mit 2,6 Millionen Euro angegeben. In der Summe stecken knapp 400.000 Euro Fördergelder. Die Gemeinde Zielitz hat in der ganzen Zeit an dem Projekt festgehalten, denn zum einen soll der Kulturbau in die Region ausstrahlen, die Lebensqualität auf dem Land verbessern und zum anderen stellt das Gebäude eine willkommene Erweiterung für den Schulbetrieb dar. Die technische Ausstattung des Hauses ist auf aktuellem Niveau, was Licht, Ton und Bühnentechnik anbelangt. Und so können die Darsteller auch jetzt deutlich besser proben. Ein aktueller Spielplan steht schon jetzt bis zur Sommerpause des kommenden Jahres fest, denn es macht dann doch eine Menge Mühe, das bekannte Repertoire auf die neuen Gegebenheiten anzupassen. Jedes Stück, was hier jetzt neu aufgeführt wird, ist eine Premiere. Wir müssen jedes Stück anpassen. Wir haben allein im Dezember 5 Vorstellungen und die müssen wir alle vorbereiten, an die neuen Bühnenverhältnisse anpassen. Es müssen Proben stattfinden. Die Schauspieler haben natürlich ganz andere Gänge abzugehen. Und da haben wir schon noch zu tun, um das alles in die Gänge zu kriegen. Während hier noch für den Eröffnungstag geprobt wird, können Sie sich ja schon mal den Termin vormerken. Am 28. November ab 14 Uhr können sich die Besucher davon überzeugen, wie das Haus von seinen Nutzern in Besitz genommen wird.